Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona für die Switch. So, wir befinden uns immer noch in diesem blöden Stromkreislauf hier. Und was kann man jetzt machen? Also, ich habe wirklich viele Sachen ausprobiert und bin auch noch nicht weitergekommen. Ich muss zugeben, ich habe auch nichts gemacht, als ich da war. Aber ich hatte dann zufällig einfach mit dem Schwager gesprochen und der sagte zu mir, jo, aber es ist ja ein geschlossener Stromkreis, also muss das ja alles irgendwie geschlossen sein. Ja, was heißt denn geschlossener Stromkreis? Ja, also da, wo wo Plus reingeht, da muss ja auch Plus reingehen. Und da, wo Minus reingeht, muss Minus reingehen. Okay. Das heißt, wir haben hier Plus. Dann probieren wir es mal aus, ob es klappt. Ich weiß nicht. Das Kabel geht hier hoch. Wir gehen hier weiter. Komm bis zu dem. Das heißt, da, wo Plus muss dann theoretisch ja in Minus reingehen. Nicht verkehrt. Oder? Genau. Es geht das Blaue hier ins Minus rein. Und Plus geht's wieder raus. Das heißt, dann folgen wir dem roten Kabel. Das rote Kabel da längs. Kommt hier wieder hoch. Und geht hier rein. Das heißt, das war Plus. Nee, das war, was war denn das jetzt? Rote war Plus, ja. Dann müssen es ja hier wieder Minus rein. Das heißt, wir müssen hier das Ding auf Minus stellen. So. Gut. Dann geht Minus. Dann geht's wieder bei Plus raus. Das ist das gelbe Ding hier. Und das Kabel geht da raus. Läuft da längs. Und läuft hier weiter. Und läuft hier rein. Was war das jetzt für ein gelbes Ding? Kurz erklären. Gut. Müssen wir hier wieder auf Minus stellen, wo das gelbe ist. Damit der Stromkreis sich auch in diese Richtung schließt. So. Jetzt geht's hier in Grün raus. Grün geht hier hoch. Hier macht das Hammer viele wäre Neigung. Ne, macht das nicht, oder? Wo geht's denn längs? Hier längs? Dann geht's hier hoch. Darüber, darunter, macht eine Schleife und geht dann hier am Boden längs. Weiter am Boden. Oh, warte mal, da können wir nicht hin. Geht hier rüber am Boden und geht dann hier rein. Das hier muss dann auch Minus sein. So. Okay, das hört sich schon mal gut an. Open Sesame. Super. Also gar nicht so schwer, wenn man erst mal denkt. Where the generator key was hiding. All that was left was to use it. So, Schneemobil. Ah. So big an effort for an oh so tiny piece of metal. Okay. Das war gar nicht so schwer, man dachte, ne? So, wir stellen uns mal hier ran. Wärmen uns mal ein bisschen auf. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, eiern wir mal zurück zum Schneemobil. An diese Richtung, ja. So. Ja, hätte man auch vorher drauf kommen können. Da muss man erst jemanden fragen, der sich damit auskennt. Lustigerweise habe ich auch nur damit darüber geredet, weil ich gerade mit meiner Schwester telefoniert hatte und der da gerade am Apparat mit bei war. Dann habe ich gefragt, ja, wie macht man das denn? Weil ich ja wusste, dass er Elektriker ist. Und er erzählt mir dann, ja, muss so und so sein. Ich so, das würde ich mal ausprobieren. Und klappt tatsächlich. Also, Logik. Mit Logik kommt man hier voran. Wir wärmen uns mal kurz auf hier. Dann brauchen wir gar nicht so viel. So, und zurück zu unserem Schneemobil. Hier haben wir gerade eben ja einen Wolf noch erschlagen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Also, in der letzten Folge. So, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein kleines Schneemobil, mit dem wir fahren können. Womit wir natürlich auch deutlich schneller vorankommen, weil wir auch andere Wege fahren können. Behaupte ich mal. Langsam bin ich trotzdem. Bin mir gerade nicht so hurtig voran. Aber da hinten ist doch die Hütte gleich schon, ne? Über diese Spuren, diesen Tieren, seht ihr das? Es lädt, also sind wir in der Nähe von unserer Stelle. Ja, komm, lad ein bisschen schneller. So, Wasserschneemobil war hier hinten, ne? Gehen wir mal hin. So, jetzt können wir die gute Karre auch anmachen, denn wir haben alles dabei, Benzin. Und los geht's. Sehr gut.
mit dem hier nicht runterfahren? Doch, ne? Kurz. Die Karte gucken? Können wir nicht. Okay, was wir genau mit dem machen sollen, weiß ich immer noch nicht. Auf die Karte. Wo ist meine Karte? So. Gut. Ist die Frage, wo wir jetzt hin sollen. Es gibt ja verschiedene Wege, die wir gehen könnten. Aber unser Hauptziel ist es ja, uns auch diese Jacke zu holen. Von dem Hain da hinten. Dafür brauchen wir wieder Wölfe längst gegangen. The mechanic was still frozen. And Carl had everything he needed. So he felt ready to leave. Ja, das stimmt. Soll ich noch mal ganz kurz gucken? Nehmen. Ablegen. Und die leere Flasche. Und wir haben eine Flasche Bier. Wir haben immer noch nicht das Zeug, was wir brauchen, um dieses Gebräu zu mischen. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir das herbekommen. Müsst ihr mal gucken, ob das irgendwo anders ist. Ich weiß es allerdings nicht. Wo könnte das denn noch sein? Also wir sind jetzt hier, wir müssen mal gucken, wo wir hin sollen. Wir können immer in die andere Richtung fahren. Jetzt haben wir das hier alles abgeklappert. Da oben ist ja noch eine Höhle, oder was ist das da oben? Da waren wir auch noch nicht. Da sollten wir auch noch mal hin. Machen wir jetzt einfach mal. Wir sehen da oben auf der Karte, dass dann auf dem... Drehen erstmal, dann zeige ich euch das. So. Ups. Ups, andere Richtung. Oh, lenkt sich nicht so gut wie von GTA, ne? Muss man mal sagen. So. Warte mal kurz auf Standby hier. Denn wir wollen uns ja nicht, wollen nicht dran vorbeifahren. Und da meine ich, da. Sieht ein bisschen aus, ob man da auch irgendwo hin kann. Zu dieser Höhle da. Seht ihr das links da? Oben? Aber da müsste es auch irgendwie einen Weg geben. Mal gucken, ob wir noch vorbeikommen hier irgendwo. Ja, ne, fahren wir gerade aus, oder? Ja, mal kurz aus. Guck mal. Was meint ihr? Ist das nicht hier auch irgendwie? Eine Karte? Ne, zeig mal die Karte, Entschuldigung. Und dann in die Richtung müssen wir ungefähr. Muss schon durchgehen, ne? Oh, guck mal, hier lädt auch nach. Wir müssen ja alles abgrasen, was wir für Karte finden. Karte, ups, Karte guck mal nicht. In die richtige Richtung. Wir müssen eher in die Richtung gehen. Okay. Da, wo die Spuren herkommen, ist ja super. Wir folgen den Spuren einfach mal. Ah Mann, welche Dings. Steine. Sieht aus wie eine kleine Höhle oder sowas. Die werden wir jetzt mal erforschen. Tatsächlich ist es eine Eishöhle. Okay. Eieiei. Guck mal drauf. Wir halten das mal. Dann gehen wir da mal rein. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath they get to the heart until it stopped. Muss hier raus. Ich bin tot. Carl needed to. Oh, dann laden wir lieber mal den Checkpoint. Ui, da sind wir mal kurz draufgegangen, würde ich sagen. Schade, schade. Also da brauchen wir wahrscheinlich die warme Jacke für, sonst können wir diese Höhle nicht erforschen. Und diese warme Jacke bekommen wir nur von diesem Trunkenbold, der weiß ich auch nicht, wo der Trunkenbold ist. Frag, wo wir diese blöde Gut.
Hier hinten ist also Checkpoint, dann ist es halt so. Rennen wir zurück. Ärgerlich, aber so ist es. Der Stress zielt. Okay, aber wir haben keinen Stress. Oder haben wir Stress? Ich. Und jetzt müssen wir langsam, ne? Der blöde Ladescreen ist auch nervig, ne? Bisschen zumindest. So, weiter geht's. Haben wir jetzt aber alles bekommen davon? Wir müssen Jetski wahrscheinlich nochmal starten, denn. Weil sonst ist nämlich, ob das alles läuft, ne? So. Das lief. Ja schon. Dann müssen wir gucken. Na gut, also wir müssen mit dem Wagen ja wahrscheinlich weiterfahren. Aber dann dürfen wir nicht wieder in die Eishöhle gehen. Mechanic was still frozen and Carl had everything he needed, so he felt ready to leave. Okay, vielleicht sollen wir zum Gemischtwarenladen nochmal fahren und da nochmal alles durchgucken. Ja, fahren wir hin. Okay, wir fahren da jetzt mal hin. Was ist das Ding nochmal? Wir fahren jetzt mal zu dem Store und gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwas finden können für unseren Wein, damit wir dieses Getränk machen können für den Typen, dieses Karabu, wofür wir dann eine Jacke bekommen. Hoffe ich zumindest. Aber er sagte, er will uns die geben. Also denke ich mal, es ist auch so. Oh, bin ich zu schnell in die Kurve. Jo, na, es geht noch. So, komm, 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 gib mal ein bisschen Gas hier. Wir können auch kurz rausholen, wo sind wir? Ah, nicht mehr weit. Ja, kommt Doktor gleich vorbei noch. Die Brücke brettern. Oh, dann kommt er auch gleich der Laden, ne? Na gut, er lebt ein bisschen. Mal gucken. Richtung. Nee, bin ich gerade verkehrt? Da ist der Laden. Hier gerade rückwärts. Hier müssen wir rein. Nochmal. Stehen. Ich habe mal Glück. Wir finden mal so einen Laden hier. So. Vielleicht meine Laden haben wir abgeklappert, aber trotzdem. Genau, gibt viele Sachen hier. Aber hier gibt es auch nichts, was man machen kann, ne? Leiter? Kann ich Leiter bewegen?
Wer holt denn? Ach, guck es an. Sorry, aber das war ja echt gerade simpel. Gut, den Cherry haben wir. Jetzt müssen wir wieder zu dem Typen, der den Whisky brennt. Beziehungsweise, wo wir den brennen können. Oder? A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Okay. Müssen wir erst zu dem Typen, der Whisky brennen kann. Und dann... War schon sehr nervig. Scheiße. Ah, ich gerade letztes Mal auch schon hier verkehrt gefahren. Warte mal, was ist denn hier los? Ist das so von der Karte? Warte, zeig mal die Karte mal. Ich könnte auch in die Richtung jetzt fahren. Ach so, das ist, weil der Baum genau in der Mitte. Ah, okay, jetzt check ich's. Letztes Mal nicht verstanden. Okay, okay. Das macht Sinn. Okay, der Baum ist genau in der Mitte vom Gemischwarenladen durchgeknackt hier. Man kann dann von der Seite oder auf die Seite fahren. Also wir können jetzt erstmal in diese Richtung fahren. Oder in die andere Richtung. Also. Gut. Jetzt fahren wir erstmal zu den Typen. Ich muss einmal gucken, wo der genau sitzt. War das das erste Haus? Ne, das war das zweite Haus, ne? Das erste Haus, da war ja der Verrückte. Und im zweiten Haus war dann der Typ, der so circa Whisky brennt. Fahren wir jetzt mal hin. Beim Doktor war es nicht, da können wir direkt zum Vorbeifahren, das wissen wir schon. Und das ist der Franzose da gleich rechts. Da müssen wir auch nicht hin. Aber der nächste da auf der linken Seite, der ist es. Der nervt vielleicht ein bisschen, aber für mich ist es ganz gut zur Orientierung. Wäre auch schön, wenn die hätten anders einblenden können irgendwie. Ich kann das irgendwie und ich habe es noch nicht gecheckt. Aufpassen. Wir sind zu rasant gefahren, der gute Schansen. So, dann lädt er wieder. Und da geht's hoch und da muss es sein. Behaupte ich mal. Weiß natürlich auch nicht, ne? Wir testen es mal. So. Ach doch, hier war was. Ausrüstpatrioten, genau. Hallo, da bin ich. Ich steig mal aus. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles hab. Ich meine, ich brauchte eine leere Flasche und ein bisschen Cherry, oder? Na ja, genau, komm, wir versuchen es mal. Yes. So. Jetzt haben wir leckeren Garabou. Und den werden wir den Franzosen geben. Der gibt uns die Jacke und dann können wir in die Höhle rein. Mein Gott. Das ist schon fast ein Adventure hier. Das ist wahrscheinlich auch ein Adventure. Ein Survival-Adventure. Hä? Da geht's raus. Ja, los geht's. Carl felt that it was mission accomplished, oh, with the wicked nectar in his hands. Genau. Halt. Wahrscheinlich hier nach rechts, ne? So. Ja, also das müsste ja auch sozusagen das gewesen sein, ne? Deswegen kriegen wir die Jacke und dann müssen wir uns auch da in dieser Höhle umsehen können. Behaupte ich mal. Weiß natürlich auch nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass das Quatsch ist. Brauchen wir auch noch eine Schneehose oder sowas. Aber das sehen wir dann. Ein Schritt zur Zeit. Sagt man ja immer gerne. Hui. Lädt schon mal nach. Ach, sehr cool. Ich freue mich. Das irgendwie läuft es gerade so ein bisschen. Muss man zwischendurch ein bisschen überlegen. Aber dann kommt die ganze Scheiße in deinen Kopf rein und du denkst dir, wuhu. Sehr gut. So. Genau, hier war der verrückte Franzose. Das gleich abballern wollte, aber werde ich diesmal nicht tun. Ich mach von aus. Denn wir haben ja seinen guten Corjobon, was immer das ist. Das soll ja so ein harter Stoff sein.
Ich hab ihn. Oh, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma pénis. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. Und er sagt. Oh, guck mal, nicht nur Mantel, auch Handschuhe und alles ist dabei. Muss man die Waffe wegnehmen? Ja, ist auch ein Typ, ne? Gut. Und jetzt? Zur Höhle? Würde Sinn machen, oder? The old man's cabin had been very generous to Carl. He couldn't have asked for more. Oh. So, Karte gucken. Ah, wir müssen sogar in die Richtung. Okay, los geht's. Ah. Ah. Die Höhle ist auch nicht unweit, ist auch nicht so weit weg. Hier? Ah, perfekt. So, hier steigen wir schnell aus. Und gehen wir zur Höhle hoch. Ich bin gespannt. Also die ist sehr kalt da in der Höhle gewesen. Aber. Hey, andere Seite. So. Die Höhle ist dort. Oben gehen und laufen. Würfel hören wir immer noch. Da ist die Höhle, okay. Er lädt nach. Oh, ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen gespannt auf die Höhle, muss ich zugeben. Eigentlich bin ich nur gespannt, ob es klappt mit einem Mantel. Aber das sollte es, ja? Oh, da. Lauf. Karl, lauf ein bisschen. Scheiße Höhle. Oh, warte, die kommt schon wieder da rausgerannt. Du blöden Wölfe. Okay, ich bin gespannt. Luckily, he had the coat to protect him from the biting cold. Sehr gut, the cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Oh, wir sind auch Gott sei Dank warm angezogen. Ja, cool. Ja, das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall direkt hier weiter. Danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.